Schalaf! Fasenacht ist! Die NWO ist eine terroristische Organisation. Ihr Dreckstürken, Sie sind kein guter Mensch. Sie sind kein guter Türke und Sie sind auch kein guter Muslim. Heil Baphomet Ave Satanas. Also, dieser eine Typ nennt sich ja NWO Maskenjäger. Ich glaube aber, dass das einer von den Drogendealern ist. Und mit Drogendealern lasse ich mich nicht ein. Ich werde auch direkt nach der Story offline gehen. Melde dich nicht mehr, okay? Ich werde dich die ganze Zeit blockieren und löschen, wenn du es weiterhin versuchst, okay? Lass mich in Ruhe und mach dein Ding, okay? So, du gehörst nicht zur NWO, du hast dich nur so getarnt, okay? Ich weiß ganz genau, dass du einer dieser Drogendealer bist, die mich finden wollen, ne? Und ich werde nur an der Stelle sagen, lass mich in Ruhe oder ich lass dich nicht in Ruhe. Okay? So, ich werde mich verteidigen. Ganz egal wie. Und an der Stelle bin ich jetzt auch wieder weg. Wenn es sein muss, vor deiner Haustür. Aber wenn, ja, nicht wenn das nochmal passiert, sondern ich werde dich besuchen, wenn ich weiß, wo du wohnst, trete ich dir die Tür ein und ich ficke dich, kleiner Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Ich fick dich. Ganz einfach. Ganz einfach. So, ich werde deine Tür eintreten und ich kill dich. Okay? Ich kill dich einfach. So. Und ich kill auch Mysterious. Ich kill auch Mysterious. Ich fick ihr Arsch. Ich werde Mysterious vergewaltigen. Und solche drei E4 fick ich auch. Ganz einfach. Ganz einfach. Fuck you. Also jemand, der im Internet rumbeleidigt und einen in den Selbstmord treiben will, der ist für mich noch weniger wert als ein Kind mit Down-Syndrom. Okay, dann weiß ich erstmal Bescheid. Ich werde das mit Meljan klären und dann werde ich eine Sprachnachricht, also wird eine Sprachnachricht machen und sich nochmal bei dir und bei der, oder nee, bei der Mysterious und NWO entschuldigen. Knien Sie mal vor der NWO, Sie als Türke. Das kann ich, glaube ich, klären. Ja, er hat Autismus und bei ihm ist es halt wirklich ein bisschen mehr als normal, weswegen man ihn nicht verstehen könnte oder man sich in seine Lage versetzen könnte. Und er sieht die Dinge und denkt über die Dinge ganz anders als wir. So. Und deswegen war das ein bisschen schwerer, an ihn ranzukommen. Genau. Wir werden das auf jeden Fall klären. Ich werde die Sprachnachricht dann abschicken zu dir und dann ist das fürs Erste auch geklärt. Und ich hoffe, dass es in Zukunft dann auch so bleibt, weil ich habe auch keine Lust und auch keine Zeit eigentlich dafür. Und ich... Jo, was geht? Ich bin gezwungen, mich zu entschuldigen. Ich wollte das nicht sagen. Ich war sauer. Ich will keine Frauen vergewaltigen. Das ist einfach nur, weil ich sauer war. Weil ich wieder ein zweites Mal gestrikt wurde und so. Das ist ein Fehler gewesen, dass ich das gesagt habe. Okay? Und ich werde auch von niemandem die Tür eintreten. Okay? Und ich werde auch nichts gegenüber diese Leute weiter sagen, okay? Sorry, dass ich das gesagt habe, okay? Ich werde niemanden vergewaltigen und ich werde niemanden killen und ich werde auch von niemanden die Tür eintreten. Das ist meine Stellungnahme zu dieser Sache. Ich distanziere mich von jeglichen Vergewaltigungen, ich distanziere mich von Töten und sonst irgendwas und ich distanziere mich von jeglichen Gewalttaten. Tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Peace out. Meljan Autismus hat, das weiß eigentlich niemand von YouTube oder seiner Community. Und Meljan hat sich entschuldigt, aufrichtig. Und dieses mit, ich fühle mich gezwungen, war nicht, weil seine Familie ihn irgendwie dazu gedrängt hat, sondern weil er eingesehen hat, das, was er gesagt hat in der vorherigen Story, dass das nicht richtig war. Deswegen meinte er, ich fühle mich gezwungen, mich jetzt nochmal zu entschuldigen, weil das war nicht richtig. Und Meljan wird sich selber nicht nochmal entschuldigen, da er auch Autist ist. Es ist ein bisschen schwerer, nochmal mit ihm darüber zu reden und an ihn ranzukommen.
Er hat auch eine ganz, ganz andere Denkweise. Deswegen, ich hoffe, du kannst das da irgendwie verstehen und nachvollziehen und vielleicht auch mit deinen Leuten da das besprechen, weil ich glaube, das wird nicht nochmal zu einer Entschuldigung kommen, weil er das einfach nicht mehr machen wird. Genau, und das ist gut, dass ihr da alles rausnehmen tut und dass du das Profilbild rausgenommen hast, ist auch sehr gut. Ich danke dir dafür. Aber ihr könnt nicht verlangen, dass Matcha nochmal ein Video macht und sich nochmal an 5, 6 Leuten entschuldigt. Ich weiß, okay, er hat vielleicht auch gegen die was gesagt. Aber worum es hauptsächlich ging, war wegen der Dame. Darüber haben wir eher gesprochen gehabt. Und die Dame verlangt das zwar, dass er sich bei denen allen entschuldigt, aber das wird Matcha nicht mehr machen. Er hat sich, wie gesagt, einmal entschuldigt. Es bleibt bei der einen Entschuldigung. So wie ihr das auffasst, ist eure Sache. Er hat sich entschuldigt, er hat das aufrichtig gemeint, es kam von seinem Herzen. Er macht das nicht noch einmal. Er zieht sich auch fürs Erste zurück. Und das war es dann auch einfach von mir, von meiner Seite. Genau, ja.